Hä? Was ist mit Ellen passiert? Sie wurde von Esther-Soldaten entführt. Ich wollte unbedingt nach Esther. Ich war überall und, Esther sucht doch die Nachfolgerin von Adele, der Esther-Hexe. Ja, ja, genau das. Ist sie ihre Tochter? Nein, aber sie ist so niedlich. Ich will ihre Stimme wieder hören. Ich will die Stimme von Renoir hören. Ich glaube, Laguna ist pädophil. Ist alles in Ordnung? Laguna und Idea kennen sich also. Die Elfen wieder. Elfen? Was sind das für Wortfetzen hier? Das ist alles so merkwürdig. Ich will ihre Stimme hören. Ich will Renoir sehen. Aber ich vermisse sie. Ich kann sie ja vielleicht retten. Vielleicht, Squall, du machst dir so wieder so viel Gedanken. Die Vergangenheit lässt sich nicht verändern. Das weiß ich jetzt. Nachdem ich entführt wurde, ist Onkel Laguna losgezogen. Deswegen konnte er nicht bei Rain sein, als sie starb. Rain wollte Laguna seinen neugeborenen Sohn zeigen. Sie rief immer seinen Namen. Ich wollte, dass er zurückkehrt. Aber es klappte nicht. Ich konnte nichts machen. Außerdem kann ich euch nur zu jemandem schicken, den ich persönlich kenne. Es tut mir leid, Squall. Die Verbindung bricht ab. Ich werde es bald wieder versuchen. El? Alien! Ich will... Alien! Das ist alles so verwirrend, dieses Ganze hier. Das ist alles so verwirrend. Und da sind wir wieder. Ich will Renoirs Stimme hören. Ja. Leute? Cut! Bis zum nächsten Mal. Endlich! Endlich habe ich das hinter mir. Das ist nämlich doof. Und jetzt geht's dann weiter mit dem Plot im nächsten Video. Hoffentlich. Bis dann. So, jetzt da das Video letztes Mal etwas länger wurde, wird es jetzt aber hoffentlich, denke ich mal, im normalen Rahmen weitergehen. Willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy VIII. Ich will Renoirs Stimme hören. Squall. Ich muss in die Vergangenheit, um sie zu sehen. Ich muss alles ungeschehen machen. Alien! Alien, hörst du mich? Schick mich in die Vergangenheit. Dorthin, als das mit Renoir passierte. Mit wem redest du, Junge? Du wirst langsam krank oder sowas. Aber ist gut. Er hat endlich Gefühlsregungen. Genau, setz dich erstmal. Alien antwortet mir nicht. Sie ist auf dem Schiff der weißen Seeds. Weiße Seeds? Seeds der Hexe. Die Seeds der Hexe Idea. Genau. Idea weiß vielleicht, wo ich sie finden kann. Dann finde ich vielleicht Alien und dann die Vergangenheit und dann kann ich Renoir in den Arsch. Piep! Und dann ist alles gut. Ich find's gut. Ich find's gut, dass Squall endlich mal ein Mann wird. Dass er endlich mal zu seinen Gefühlen steht und nicht immer hier rumgurksen tut. Ich finde das doch, ich finde das wirklich gut, also Respekt an ihn. Nee, was wollte ich denn jetzt? Habe ich euch meine Karten schon gezeigt? Habe ich euch die Siphon-Idea-Karte schon gezeigt? Ja, im letzten Video, glaube ich. Die Idea-Karte ist gut, dass sie zwei A's hat. Das kann man nie stechen. Und Same wird auch schlecht. Aber gut. Wir müssen zur Brücke. Jetzt kommt, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt passieren einige Sachen in diesem Spiel, die gefallen mir überhaupt nicht. Also die ganze Sache mit Esther finde ich scheiße. Und dann die ganze Sache mit der Lunatic Pandora finde ich scheiße. Die ganze Sache mit der Lunaside-Basis im Weltraum finde ich scheiße. Ich werde es trotzdem so gut wie möglich hinter mich bringen, den letzten Abschnitt dieses Spiels. Aber gut. Es gibt da noch einige Sidequests, die ich sehr schön finde. Aber das Spiel ist trotzdem geil. Es wird auch noch geil bleiben. So ist es. So. Wir wollen ablegen. Ganz genau. Wir möchten zur Hexe fahren. Mal wieder. So, Squall. Nein, Squall bleibt in der Gruppe. Irvine kommt wieder da mit rein. Und Quistis wollte ich doch eigentlich mal jetzt wieder in die Gruppe nehmen. Ich weiß aber nicht, wer meine GFs gekoppelt hat. Nein. Nein! Achso, ja. Ich habe mich gerade gefragt, Erinua, nee, die kann ich doch gar nicht benutzen. Austausch, ja. Leck. Komm, lande da. Ich muss gucken, wie meine GFs verteilt sind. Koppeln. Warum ist hier niemand gekoppelt, verdammte Scheiße? Ich werde mich koppeln, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich schon wieder. Also, ich habe jetzt gekoppelt und... Oh, leck. Moment. Ach Gott, ein Doppelfucker. Komm her, du Bastard. Ich bin gekoppelt bis zum geht nicht mehr. Ich bin so mit Viagra vollgestopft. Bam. Den Gegner darf man gerne one-hitten. Der ist nämlich langweilig. Wir müssen
müssen wieder mit Idea labern. Was? Fick dich jetzt endlich mal, Fraps. Leck mich am Arsch langsam, echt. Mann! Hallo? Wollen wir jetzt Zeitlupe machen hier, oder was? Wenigstens die Encounter-Rate hier nicht so hoch wie bei manch anderen Final Fantasy-Teilen, die ich let's playe. So. Dip, 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 dip. Voll die abgefuckte Bude hier. Sieht aus wie so ein alter griechischer Tempel oder so. Naja, naja. Wo steht sie denn? Steht die immer noch da am Strand rum und wartet auf ihren Verlobten? Wieso ist sie doch... Achso, sieht es ja auch da, stimmt. Hey, der Labern. Kann ich euch helfen? Alien soll auf dem Schiff der Weißen Seed sein. Diese Kinder sind äußerst vorsichtig und bleiben nie lange an einem Ort. Ich verstehe. Ach ja? Sie mochten die Landschaft auf dem Zentra-Kontinent. Möglich, dass sie daher in der Bucht des Kontinents sind. Squall, nimm diesen Brief. Damit werden sie euch willkommen heißen. Yay! Vielen Dank. So. In der Bucht des Zentra-Kontinentes. Ja, der Zentra-Kontinent ist auch der Kontinent, wo wir Odin holen können. Und den Tomberi-König. Ich bin gerade so ein bisschen unschlüssig, aber ich werde mir die holen und danach werden wir uns erst zum Schiff der Weißen Seeds begeben. Ich werde mir erst zwei neue GFs besorgen. Ganz genau, Leute. Das habt ihr richtig gehört. Denn ich denke, es wird langsam Zeit. So, bäh, rein da. Mäh. Boah, Alter, was? Fraps fickt dich langsam. Echt jetzt. Mäh. Boing. So. Die Bucht des Zentra-Kontinentes, das war doch irgendwo hier, oder? Ja, das muss irgendwo da sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Deswegen cruisen wir mal ein bisschen durch die Landschaft hier. Was heißt cruisen? Das ist eher schleichen. Aber das muss irgendwo da sein, bin ich der Meinung. Weil das ist doch diese Buchtgegend hier irgendwie. Und hier muss auch irgendwo dieser Tempel da sein. Dieser Turm, besser gesagt. Der Turm des Odin. Moment mal. Moment mal. Gab's hier nicht irgendwie einen Eingang oder? Ach, wir sehen uns einfach mal um. Wir haben Zeit, wir haben Motivation. Warum funktionieren meine Schultertasten nicht mehr? Leck mich am Arsch. Ah, weg da! Gibt's hier irgendwo einen Strand? Bin ich hier richtig überhaupt? Also ich weiß, hier ist das Schiff irgendwo, das weiß ich. Ah, da vorne ist ein Strand, sehe ich. Wo bin ich jetzt gelandet? Okay. Eine tote Gegend. Ja. Ja. Was ist das hier? Wo bin ich hier gelandet? Bin ich hier irgendwie richtig oder so? Nee. Nee, hier bin ich total falsch, oder? Was ist das hier? Oh, was ist das denn hier? Kleine Seen oder irgendwie sowas. Geht's da weiter? Ja, da geht's weiter. Okay, sehen wir uns mal ein bisschen hier um. Immerhin haben wir einen fliegenden Garten. Ich glaube, da ist irgendwo dieser komische optionale Dungeon, den ich suche. Der muss irgendwo hier sein. Ach man, leck mich doch jetzt. Tut mir leid wegen des Laggen, Leute. Es nervt richtig. Ah, da haben wir dieses nette Gebiet. So. Wir landen hier jetzt mal. Dann werde ich kurz... Ne, ich habe gerade gespeichert. Gehen wir einfach direkt hier rein. Bevor wir aber irgendwas anderes machen, werde ich mir erst jetzt Odin besorgen. Weil wir haben hier nämlich ein Zeitlimit von 20 Minuten. Sollte allerdings kein Problem... Mein Name sei Odin! Ich fand diesen Dungeon früher immer schrecklich. Ach, Moment mal. Was mir hier sehr weiterhelfen würde, ist eine besondere Ability. Ich muss nur gucken, wer die hat. Nee, der nicht. Nee, sie nicht. Auch nicht. Dann hat Irwald den. Ja. Und zwar die Ability Gegner 50%. Das heißt, nur die Hälfte der normalen Encounter. Und das ist auch schon mehr als genug. Sag ich doch. Hier kommen Gegner, hier kommen Tomberis. Hauptsächlich. Oh, wie süß. Und ja. Wie wir die GF Tomberi King erhalten, das nächste Mal. Beziehungsweise später irgendwann. Ich kann es ja mal probieren. Ich kann mal Aura auf Irwin machen. Irwin. Final Message 13 hat mir nämlich einen Tipp gegeben, dass man diese Gestalten mit Irwins
Multi-Shot sehr leicht aus dem Leben prügeln können. Allerdings wusste er nicht mehr genau mit welcher Munition. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal die Silbermunition. Na gut, ich denke, man braucht auch die Waffe dazu. Also mit dieser Billigwaffe und ich glaube, ich sollte auch meine, meine Stärke auch ein bisschen aufpushen. Dann ist das alles kein Problem, weil so wird das, glaube ich, nichts sehen. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie viele Lebenspunkte Tomberis haben. Auf jeden Fall eine Menge. Kennt man ja nicht anders. Bam. Komm, stirb, Alter. Stirb einfach. Ich habe auch eigentlich keine Zeit, mich jetzt mit dem hier rumzuschlagen, um ganz ehrlich zu sein. Also dazu kommen wir später zu den Tomberis und ihrem großen Meister. Das werden wir alles später irgendwann erledigen. Jetzt geht es mir erstmal darum, dass wir hier Odin konfrontieren. Da ist, glaube ich, ein versteckter Drop. Nein. Fick dich! Vergesst das, Leute. Vergesst die versteckten Drop-Punkte. Ja, und wieder ein Tomberi. Also hier kommen hauptsächlich nur Tomberis. Wie gesagt, zu der Sidequest werden wir... oder werde ich später was machen. Nella. Danke. Ich muss auch sagen, ich habe dieses Dungeon früher nie gecheckt. Also ich wusste nie, was man so richtig hier machen muss. Das ist so ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht mal mehr, was man hier machen muss. Aber gut, ich muss sowieso gleich einen Cut machen. So, wir gehen mal nach oben hier. Ach, das ist irgend so ein Aufzug oder sowas in der Richtung. Oh mein Gott. So ein komischer schwebender Block. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Dann geht's, glaube ich, nach oben. Ja. Gut, was uns noch hier in diesem Turm erwartet, das werden wir das nächste Mal herausfinden bei Let's Play Final Fantasy 8.